Ein Blick auf Stuttgart vom Park der Villa Weißenburg. Seit seiner Kindheit kommt Klaus Steinke hierher. Die über 2500-jährige Besiedlungsgeschichte des Parks hat er in seinem Buch Teehaus, Tanz und Berg der Wahrheit dargelegt. Also Auslöser war eine Vorarbeit zu dem Bobser-Buch. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir das Thema Weißenburg vorgenommen und habe die Familie Sieglin besucht und habe zwei Enkel von Ernst Sieglin kennengelernt. Und nach etwas Prüfung meiner Person wurden Schränke geöffnet und in den Schränken waren zwei Fotoalben und jetzt eine Serie von 78 Aufnahmen, die von einer Familie in einem noch existierenden Park vor über 100 Jahren fotografiert worden sind. Das ist eine fotografische Besonderheit. Und jetzt hatte ich natürlich den Ehrgeiz rauszufinden, wo im Park wurden diese Fotos gemacht. Und dann kam eins zum anderen. Je mehr ich gegraben habe, desto interessanter wurde es. Mit Recherchen im Archiv und vor Ort deckte Klaus Steinke die abwechslungsreiche und faszinierende Geschichte des Geländes auf, das unter anderem als keltischer Sonnenkalenderort, Stauferburg und Weinberg diente. 1898 kaufte der Miterfinder des Seifenpulvers, Ernst von Sieglin, das 3,6 Hektar große Gelände. Der Stuttgarter Unternehmer war ein großer Kunstförderer. So diente der Park 1926 als Kulisse für Fotoaufnahmen der Tanzgruppe von Ida Herion. Der Weißenburgpark spielt also auch eine Rolle in der Tanzgeschichte. Denn die Stuttgarterin gilt als Pionierin des modernen Ausdruckstanzes. Die Geschichte des Weißenburgparks bleibt für Besucher jedoch häufig schleierhaft. Also es ist ja der Park der Villa Weißenburg und erhalten geblieben sind das Teehaus und der Marmorsaal, die beide unter Denkmalschutz stehen. Und die typische Reaktion von Besuchern des Parkes ist, es ist toll und es ist wunderschön, aber was genau ist es eigentlich und welche Funktion hatte es? Und diese Ratlosigkeit kommt daher, weil man 1964 die Villa abgerissen hat. Die Innenräume der Villa wurden aber gerettet und sind im Stadtarchiv Stuttgart aufbewahrt. Eine Chance. Also ich wünsche mir, dass mehr Menschen verstehen, welche Funktion Teehaus und Marmorsaal hatten, damit die geschützt sind und dass man Lust hat, auf sie aufzupassen. Und meine Vision wäre, mindestens die Silhouette der Villa Weißenburg wieder aufzubauen. Das Areal gehört heute der Stadt Stuttgart. Teehaus, Marmorsaal und Park sind ein wichtiger Ausflugs- und Veranstaltungsort. Für Klaus Steinke sind sie mehr. Also Heimat ist für mich ein Blick von oben auf ein vertrautes Gelände und an Orten sein, die ich schon lange kenne. Und im Park der Villa Weißenburg ist es tatsächlich so, dass ich mein ganzes Leben lang dort immer wieder gewesen bin. Also es gibt ein Foto von mir, da bin ich ein Jahr alt, habe ein geknotetes Kopftuch auf dem Kopf und sitze im Sandkasten im Park der Villa Weißenburg, von dem ich weiß, dass es früher der Gemüsegarten der Villa gewesen ist. Das ist jetzt über ein halbes Jahrhundert Stuttgart-Erfahrung. Kein Wunder also, dass Klaus Steinke sich die Villa Weißenburg zurück in den Park wünscht. Vielleicht sogar als Probe- und Ausdrucksort für junge Künstler. Das wäre eine perfekte Verbindung zur Geschichte des Weißenburgparks.